Dann schauen wir uns den Atto nochmal von außen an. Das ist jetzt ein Perlmuttweiß, hätte ich jetzt gesagt. Das chargiert aber so ein bisschen zwischen Silber, Grau. Ist eigentlich eine überraschend spannende Farbe. Wenn die Sonne drauf scheint, ist es wirklich weiß. Aber jetzt auch hier im Schatten ist es ein bisschen, ja, gräulich. Silbrig. Das Design ist relativ konventionell von außen. Das könnte jetzt auch ein Kia oder ein MG oder was anderes asiatisch angehauchtes sein. Ist jetzt nicht hässlich, aber sticht halt auch aus der Masse nicht heraus. Aber ich glaube, das ist genau das, was BYD mit dem Design bezwecken wollte. Dann ein Frunk gibt es nicht. Wenn man die relativ schwere Haube aufmacht, kann man den Boden sehen. Von daher eine nicht zu verstehende Entscheidung von BYD, warum man da den vorhandenen Platz nicht genutzt hat. Man hätte einfach nur ein paar Schläuche anders legen müssen und dann wäre das kein Thema gewesen. Schauen wir jetzt nochmal den Innenraum ein bisschen an. Der Innenraum ist jetzt, ich sag mal, ein bisschen speziell. Sie sind halt sehr farbenfroh. Allein hier in der Türe sind 1, 2, 3, 4, 5, 6 verschiedene Farben. Hier unten kann man dann noch Gitarre spielen. Man das unbedingt möchte, muss, weiß ich nicht. Auch die Luftdüsen sind eher auffällig. Hier ist dann ein kleines Hauptdisplay, wo alle Daten dann angezeigt werden, also die wichtigen Fahrdaten, Geschwindigkeit, Restreichweite. Hier im linken Bereich wird dann angezeigt, ob man rekuperiert oder beschleunigt. Hier rechts ist die Reichweitenanzeige. Wir haben 34% im Akku, 144 Kilometer Restreichweite. Das wird für heute normalerweise reichen. Hier ist noch der große Screen, wo es dieses Gimmick noch gibt, dass man ihn auf Knopfdruck in die Senkrechte stellen kann. Was da jetzt der Vorteil von sein soll, hat sich mir nicht erschlossen. Ich habe das Ding die ganze Zeit im Quermodus gehabt, ist völlig in Ordnung. Das Lenkrad hat, ich glaube, wir hatten nachgezählt, 31 Knöpfe, unter anderem auch mit einem Knopf zum Drehen des Lenkrades, des Lenkrades, des Bildschirms. Wenn das Lenkrad sich nicht drehen lassen würde, wäre es doof. Zusätzlich gibt es hier noch einen Knopf, mit dem man die 360-Grad-Kamera einschalten kann, die meiner Ansicht nach wirklich gelungen ist. Hier gibt es jetzt noch unterschiedliche Positionen. Jetzt kann man sich hier als 360-Grad-View 3D das Auto in der Parklücke anschauen. Auflösung ist ziemlich gut. Da sieht man jetzt den Boden unter dem Fahrzeug. Hier kann man zwischen den einzelnen Kameras hin und her schalten. Man hat auch die Felgencams, wenn man da besonderen Wert drauf legt, dass man sich die Felgen nicht kaputt macht. Hier hat man jetzt einen Front Wide Angle, hier einen Rear Wide Angle, also dass man dann die Sachen besonders weitwinklig sieht. Und da gibt es dann jetzt die Kameras, dass man nur die beiden Seitenkameras mit den Felgen sieht. Wie sinnvoll das ist, kann ich jetzt nicht beurteilen, weiß ich nicht. Das Feature ist ordentlich. Die Kameras sowohl vorne als auch hinten haben eine ordentliche Auflösung, sind besser als beim Wettbewerb. Das muss man schon sagen. Auch hier dieses 3D-Ding, jetzt kann man hier sogar draufklicken und hat dann die unterschiedlichen Kameras. Das ist auch nett gemacht.
kann man hier noch einzelne Sachen einstellen. Hier hat man jetzt das Hauptmenü, das Navigationssystem. Ist vom Handling her wirklich ordentlich. Man kann hier schön rein und raus scrollen. Auch das Hin- und Herziehen ist völlig in Ordnung. Wenn man jetzt hier sagt, wir wollen jetzt irgendwo hinfahren. Wo wollen wir denn mal hinfahren? Wir fahren jetzt mal an die Rheinbabenstraße. Wo war das denn? Dort haben wir wir fahren jetzt mal nach Bielefeld. Dann sagt er, dass wir 1:24 brauchen. Die Routenberechnung ist wirklich sehr schnell. Einzige, was er nicht hat, er hat keine Ladeplanung. Man kann jetzt hier sagen, okay, die nächsten Ladesäulen. Jetzt müsste man halt mal durchscrollen, wie weit er vorausgeht. Er ist dann hier, er hört dann jetzt bei 12 Kilometern Entfernung auf. Was dann auch eher, ist auf der Runde oder auf der Tour, die ich heute gefahren bin, habe ich das so gemacht. Ich bin losgefahren, ich habe ihn rechnen lassen und als er dann bei ungefähr 10%, das waren dann so 40 Kilometer Restreichweite, gesagt hat, okay, du brauchst jetzt Ladesäulen. Dann hat der Ladesäulen an der Route entlang aufgezeigt. Ich habe die Allego ausgewählt, an der ich dann geladen habe. Und dann hat das problemlos funktioniert. Von daher, als erfahrener Elektroautofahrer braucht man jetzt nicht unbedingt die Ladeplanung. Aber für jemanden, bei dem das hier das erste Elektroauto ist, wäre es ganz angenehm, wenn man sowas dabei hätte. Ansonsten gibt es jetzt hier noch ein paar Apps. Das DAB-Radio, BYD Assistant, dann hat man so ein Hey BYD. Das habe ich jetzt aber ausgeschaltet, weil mich das so ein bisschen genervt hat. Dann kann man CarPlay, Media Center, Vehicle Image, da waren wir gerade drin. Hier kann man noch ein paar Sachen verstellen. Da ist jetzt auch nicht, sieht man jetzt auch nicht so viel. Hier ist jetzt der Verbrauch über 2300 Kilometer. Der liegt jetzt hier bei 20,1. Ich gehe aber mal davon aus, dass die meisten Leute den Wagen eher in der Stadt bewegt haben, weil wir haben hier eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 48 km/h. Ich bin jetzt auf der Autobahn gefahren, Tempomat 120. Und habe dann jetzt für die Strecke von 200 und Kilometern, die ich gefahren bin, 35 Kilowattstunden verbraucht. Also irgendwas um die 18, 19 Kilowattstunden wird der Wagen auf der Autobahn verbraucht haben, was ich völlig in Ordnung finde. So, jetzt noch weiter zum Innenraum. Hier sind halt die großen Lüftungsdüsen. Der Fahrstufenwahlhebel sieht auch so ein bisschen spacig aus. Hier unten sind jetzt noch Knöpfe, was man so noch einstellen kann. Interessanterweise sind hier unten jetzt noch die Klimaanlagenknöpfe. Das hat sich mir auch erst nach einem Moment erschlossen. Hier kann man jetzt noch die Rekuperation und den Fahrmodus einstellen. Ich habe den Wagen in Eco übernommen. Ich weiß nicht, warum der in Eco stand. Auf jeden Fall hatte ich das Gefühl, eine Wanderdüne zu bewegen. Das war nicht besonders angenehm, bis ich dann irgendwann rausgefunden hatte, okay, ey, da ist ein Mode-Schalter, probier da mal aus. In Normal fühlt sich der Wagen dann auch so an, als hätte er 200 PS und er fährt auch dann wie ein Elektroauto. Sitze, wie gesagt, sind auch jetzt von der Farbwahl her speziell mit dem Schwarz, Blau, Rot, Weiß drin. Ja, was man halt davon hält. Hier ist jetzt noch ein tiefes Fach. Dann gehen wir noch mal einmal nach hinten. Hier der Türgriff ist auch eher speziell.
So, Sitzraum sieht ganz okay aus. Wenn man da jetzt sitzt, ist auf mich eingestellt. Ich habe jetzt bequem Platz. Hier ist jetzt noch so 2 Finger breit Platz. Ich kann die Füße bequem unter den Sitz stellen. Hier vorne sind jetzt noch 2 Ladeanschlüsse, einmal USB-C, einmal USB-A. Lüftungsdüsen für die Passagiere hinten. Hier sind jetzt noch so Taschen, wo man noch Zeug reintun kann. Warum man hier so durchgucken kann, ist auch irgendein Design-Feature. Dann gibt es hier noch eine Armlehne mit einem Becherhalter. Also hier kann man bequem einige Zeit aushalten. Das ist kein großes Problem. Wir gucken uns jetzt einmal nochmal den Kofferraum an und dann sage ich euch, was ich von dem Fahrzeug insgesamt halte. Kofferraum macht man hier unten auf. Ist ein elektrischer Kofferraum. Das Volumen so ist in Ordnung. Also hier kann man ganz normal ordentlich Gepäck reinstecken. Hier an den Seiten sind 2 tiefe Fächer. Hier sind jetzt noch so Netze dran befestigt. Das kann man jetzt noch hochnehmen und hier ist jetzt noch ordentlich Platz drunter. Das sind bestimmt noch mal 20 cm, die man da entsprechend nutzen kann. Wahrscheinlich kann man auch diesen Kunststoffeinsatz rausnehmen und gewinnt dann noch mehr Platz. Von daher, das ist alles völlig in Ordnung. Kofferraum macht man mit dem Knopf wieder zu und dann hat sich das auch erledigt. Ich bin den Wagen jetzt knapp 400 Kilometer gefahren. Ich habe ihn am Freitagnachmittag oder Freitagmittag abgeholt, bin dann erst noch ein bisschen durch die Stadt gefahren, abends dann ungefähr so 100 Kilometer nach Dortmund und zurück. Da habe ich dann auch ein bisschen den Lenkassistenten und alles getestet. Das ist jetzt nicht so brillant gewesen. Ich habe dann auch den Fehler gemacht, den Abstandstempomaten auf 1 zu stellen, was auch dazu geführt hat, dass der Wagen eigentlich immer nur gebremst und Gas gegeben hat und gebremst und Gas gegeben hat. Das war jetzt auch nicht so toll. Gestern bin ich dann 160 Kilometer nach Bielefeld gefahren, überwiegend über die A2. Da habe ich dann den Lenkassistenten ausgelassen und habe den Abstandstempomaten im Standard auf den 3 Punkten Abstand gelassen. Damit war das Fahren absolut entspannt. Tempomat auf 120, Abstand auf 3. Wenn man dann auf langsamere Fahrzeuge vorgefahren ist und er dann angefangen hat, langsam zu bremsen, hat man die Spur gewechselt. Und dann hat der Wagen auch direkt beschleunigt. Was mir dann auch aufgefallen ist, der Wagen beschleunigt deutlich sportlicher oder deutlich besser als jetzt zum Beispiel ein Model Y, das im ACC auch als Performance beschleunigt, als würde ein alter Mann, irgendein 80-jähriger Opa, auf das Spaßpedal treten. Da ist der Atto jetzt schon wesentlich flotter dabei. Insgesamt ein sehr angenehmes Reiseauto, ist leise, das Fahrwerk ist komfortabel, es wackelt ab und also es wippt ab und zu mal ein bisschen nach. Aber dafür hat man halt den Fahrkomfort und es ist ja auch so ein SUV und kein Sportwagen, von daher kann ich damit ganz gut leben. Größtes Manko, was der Wagen hat, ist die niedrige Spitzenladeleistung. Der Wagen lädt mit maximal 88 Kilowatt und geht bei knapp 50% auch auf 60 Kilowatt runter und bei 60% auf 50 Kilowatt. Von daher ist es schon eher zäh, wenn man jetzt mehr als einmal laden muss. Ich habe jetzt auf der Rückfahrt
wie gesagt, nach knapp 300 Kilometern geladen und habe dann von 8% auf 60% oder auf 62% in 30 Minuten geladen, was natürlich wirklich nicht gut ist. Ansonsten würde ich mir den Wagen kaufen? Ich glaube nicht, weil dafür ist er technisch einfach nicht, also was die Elektroauto-Sachen angeht, einfach nicht gut genug für den Preis. Verkaufspreis in Deutschland vor Förderung liegt irgendwo bei 40.000 Euro. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich mir überlege, dass ein Model Y mittlerweile für 44.000 Euro erhältlich ist als Standard Range, dann würde ich nicht auf die Idee kommen, hier so ein BYD-Auto zu kaufen, von dem man dann auch in ein paar Jahren nicht mehr weiß, was man dafür an Geld zurückbekommt oder auch nicht. Wie gesagt, Preis-Leistungs-Verhältnis ist verbesserungsbedürftig. Würde der Wagen, ich sag jetzt mal, Vorförderung irgendwie 30.000, 32.000 Euro kosten, also so, dass er so ungefähr 10.000 Euro günstiger wäre als der als das Model Y, würde ich sagen, ist in Ordnung. Wenn man mit dem doch sehr gewöhnungsbedürftig aussehenden Innenraum leben kann, also diese Materialauswahl grundsätzlich, was Anfassqualität angeht, ist völlig in Ordnung. Die Farbauswahl erschließt sich mir gar nicht, weil allein dieses komische weiße, dieser komische weiße Liner, den der zwischendrin eingebaut ist, fühlt sich gut an, sieht aber halt scheiße aus. Von daher glaube ich nicht, dass der Atto ein Auto für mich ist. So von der Größe her ist es alles in Ordnung. Preis-Leistung müssen halt noch mal ran, aber da wird sich sicherlich in den nächsten Jahren noch was tun. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen, wenn ihr es bis hierhin ausgehalten habt. Ich hatte ein lustiges Wochenende im BYD Atto 3 und werde den Wagen jetzt nachher zurückgeben. Und ich denke mal, dass ich ihn im Sommer nochmal für ein Wochenende ausleihen werde, weil für 3 Tage 100 Euro zahlen mit keiner Selbstbeteiligung in der Versicherung und allem, finde ich quasi ordentlich nachgeworfen. Von daher, ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, vielleicht auch ein Abo. Das ist bei YouTube kostenlos, aber nicht umsonst. Von daher bedanke ich mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.